Oh, wecke, wecke. Das wirst du verpassen. Ah, und ich kann jetzt die Route legen. Wo ist denn die Markierung? Ah, hier hin. Siehst du, Essen ist auch direkt fertig. Der hat wahrscheinlich schon wieder Hunger. Und wenn das gut ist, dann gedünstet der. Och, guck. Die können wir gleich alle fertig machen, dann sind die nämlich weg. Das kann man nicht. Dann machen wir das mal. Ich habe mir dein Reißbrett mal genauer angesehen. Es ist nicht übel. Aber weißt du, womit du es noch besser machen könntest? Mit mehr Plänen, besseren Gebäuden, besseren Stiften. Ich meine ja nur, Albert in Alberts Werft könnte dir sicher dabei helfen. Da machen wir das doch nachher mal. Oh je. Dich umarmen wir erstmal, du arme Seele. Süße. Hunger hast du. Dann geben wir dir, was geben wir dir denn? Wahrscheinlich mal Gemüse. Ich hätte richtig Hunger. Magst du das überhaupt? Was ist denn schnell? Ein Gewitter, hab keine Angst. Möchtest du so viele Blitze wie möglich fangen? So ist es. Stell dich einfach unter die einschlagenden Blitze. Na denn, ab nach oben. Ich weiß, wofür ich die eigentlich brauche. Egal, erstmal haben. Ich muss sagen, geht das eigentlich relativ easy. Erkennen. Das ist auf jeden Fall einfacher als manch anderes Spiel, muss ich sagen. Boah, das war mein Spiel hier. So, das Spiel, das ist prima. Das ist fertig, auch prima. Hey. So, was haben wir denn noch? Jakobsmuscheln, die hatten wir auch noch nicht. So, was macht dann unsere gute Perle hier oben? Ich musste in letzter Zeit an Vater denken. Als er mit Doug verschwand, konnte ich gar nichts fühlen. Kein Bedauern, kein Hass, keine Erleichterung, nichts. Es war mir ziemlich egal, aber dir war es nicht egal. Du hast 3 Tage lang in Tante Petunias Zimmer geweint. Ich habe 3 Schwestern für dich gekauft und dir den verdammten Riesenpulli geschenkt, den ich 1 Monat davor gestrickt hatte. Mama war entsetzt, aber dir ging es besser. Ich frage mich schon seit langem, warum du so traurig warst. Meine einzige Erklärung war, dass du an meiner Stelle getrauert hast. Ja. Dass du Dinge gefühlt hast, die ich nicht fühlen konnte. Mhm. Dann umarmen wir dich mal. Hunger hast du bestimmt auch. Prima, die ist schon mal glücklich.
Hier war noch was zu essen zu holen. Und wir kommen bereits an. Ah, auch noch gedünstete Schalchen. Na, siehst du, das ist das ja nicht umsonst. Kaffee. Oh, schnell fertig. Green Haltenbucht entdeckt. Die ist ja auch süß und klein. So, dann schauen wir mal. Soweit ich weiß, soll ich ja dahin. Oh, das sieht mir hier wie Erze aus. Also so richtig habe ich den Dreh hier echt noch nicht raus. Hey, ich wollte diese Bäume hier fällen, aber ich habe meine Axt vergessen. Ich werde nicht die Axt von jemand anderem benutzen. Das wäre seltsam. Mir gefällt, wie sich meine Axt anfühlt. Sie ist so handfest und beruhigt mich. Oh, ich vermisse diese Axt. Ich vertreibe mir die Zeit, indem ich Briefe schreibe und einige davon ins Wasser werfe. Ich habe Gedichte geschrieben. Keine besonders guten, aber ich werde besser. Hoffentlich findet niemand meine grauenhaften Gedichte. Mal schauen, ne? Mal sehen, ob es hier andere Bäume gibt. Guck, den kennen wir doch. Ah, er mag Bären. Dann haben wir ja vielleicht schon mal ein Lieblingsgericht. Oh je, jetzt habe ich die geklaut. Die sahen fantastisch aus. Davon hatte ich gerade geträumt. Denn nimm noch welche. Die Bewirtung auf diesem Schiff ist hervorragend. Siehst du, habe ich jetzt tatsächlich was? Ach ja, da mag er eh alles. So, was gibt's noch? Das sieht aber richtig krass aus. So, mehr scheint es ja aber nicht zu geben. Warum sollte ich hier nochmal hin? Wie sollte ich hier gar nicht hin? Was hast du denn? Na denn. Hier ist nichts mehr zu holen. Ja gut, haben wir das auch geklärt. Vielleicht bin ich hier irgendwo falsch abgebogen. Also Tante Dingsbums hier, du hast mir doch eine Stelle markiert. Wo sollte ich denn hin? Reise zu dem Ort, den Summer auf der Karte markiert hat. Ja, wollte ich eigentlich, aber... Vielleicht meint sie ja den damit. Mit diesem Ding hier. Gucken wir mal. Wird schon nicht schaden. Hoffen wir mal. Oh, das... Ui. Ich dachte, das wäre mein Ende. Der Drache. Es war wohl unvermeidlich, dass er hier ist. Er folgt mir auf Schritt und Tritt, sogar in dieser Welt. Unsere Schicksale sind nun mal miteinander verwoben, nicht wahr? Aber gut, er hat mir zwar sehr geschadet, aber es sieht aus, als hätte er starke Schmerzen, oder nicht? Aus den Felsen auf seinem Rücken scheint das pure Verderben zu quellen. Vielleicht wird es helfen, sie zu entfernen. Nur zu, Stella. Jedes Wesen verdient Liebe und Fürsorge. Tu, was du am besten kannst. Na, dann schauen wir mal, wie wir dem Abenteuer hier helfen können.
Ups. War das nicht gut? Ich hatte jetzt gedacht, das war okay. Nee. Kannst du nicht hier einfach... Boah. Das ist ja nervig hier. Kumpel, wenn du hier nicht... Kann ich dir auch nicht helfen. So, jetzt... Gott, sieht jedes Mal so aus, als ob das Ding stirbt. Aber will ich doch nur helfen. Nein, das war so klar. Er wirkt erleichtert, nicht wahr? Ich frage mich, was das wohl zu bedeuten hat. Wenn wir diesem Drachen jemals wieder begegnen, sollten wir ihm wohl helfen. Ganz egal, was ich davon halte. Aber jetzt muss ich erst einmal meine Gedanken ordnen. Danke für alles, Stella. Wieso geht's jetzt schlechter? Eigentlich ist das doch super. Hat den Drachen aus ihrer Vergangenheit gesehen, okay? Und ich glaube, du hast Hunger. Haben wir was Schönes für dich? Okay, nicht hungrig. Ja, das ist doch ganz gut gelaufen, oder? So, mal gucken, was die Gute hat. Stella, du erinnerst dich noch, dich doch sicher noch an meine alte Nähmaschine. Es war eine Diva mit goldenem Schriftzug und einem Rad, das von Hand betätigt werden musste. Du weißt ja, dass ich Stoffe schon immer geliebt habe. Nun, vor ein paar Jahren war ich in einem Museum mit Unmengen von Textilfertigungsmaschinen. Und mir ist aufgefallen, dass du einen Webstuhl auf diesem Schiff bauen kannst. Das wäre die perfekte Gelegenheit, um dir ein paar meiner Tricks beizubringen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du schon bald Fäden und Stoff brauchen wirst. Du solltest deinem Schiff also auf jeden Fall einen Webstuhl hinzufügen. Die Ressourcen dafür sollten leicht aufzutreiben sein. Sieh einfach auf deinem Reißbrett nach. Zu Alberts Werf vielleicht, um dieses eine Dings da Reißbrett auszubessern. Fahren wir mal dahin.